So Leute, der Roller will auf Teufel komm raus nicht anspringen. Ich habe jetzt alles versucht. Ich habe den Schwimmer erneuert. Ich habe den Vergaser bedüst in allen verschiedenen Variationen. Ich habe alles versucht, aber nichts funktioniert. So langsam bin ich mit meinem Latein am Ende. Zwei Möglichkeiten. Erstens, ich werde den Vergaser nochmal reinigen mit zwei vollen Durchgängen und ich hole mir einen vernünftigen Ultraschallbadreiniger. Ich habe das ja mit destilliertem Wasser gemacht, aber ich werde das mal mit einem Ultraschallreiniger machen, den Vergaser reinigen. Ich will den Roller nicht aufgeben. Noch nicht. Wenn das mit der Reinigung nicht funktioniert, dann werde ich. Hier kommt auch Sprit raus, weil der Schlauch hier undicht ist. Wenn das mit der Reinigung nicht funktioniert, dann ist wahrscheinlich der Vergaser kaputt. Anders kann ich mir das nicht erklären. Irgendwas muss am Vergaser kaputt sein. Dann würde ich mir einen anderen Vergaser holen. Vielleicht hat einer von euch einen noch, 17,5er Del Otto. Zufällig in Köln. Ich brauche es ja nur zum Testen. Ja. Weil eigentlich ist an dem Roller eigentlich alles gemacht. Man muss halt einfach. An irgendeiner Ursache muss es ja liegen. Wenn man mal ganz logisch überlegt, ne, was kann das alles sein? Habe ich gesagt, die zwei Punkte. Vergaser noch undicht. Irgendwo. Vergaser kaputt. Kann auch am Zylinder liegen, dass der Zylinder einfach so scheiße ist, dass man den einfach gar nicht abstimmen kann. Kann natürlich auch sein. Aber ganz ehrlich, vorher war ja der Originalzylinder dran, der lief genauso scheiße. Oder was natürlich auch sein kann, was ich aber wirklich nicht glaube, dass der Motorblock undicht ist. Ja, also die Hälften sind undicht. Das glaube ich aber nicht. Weil, dass sowas passiert, dazu müsste man einmal den Block gespaltet haben und nochmal neu zusammen. Unsachgemäß zusammengebaut haben, aber das ist ein Aufwand, hat er glaube ich nicht gemacht. Ja, das werde ich noch machen. Und wenn das alles nicht klappt, ne? Boah, dann weiß ich ehrlich gesagt, also dann weiß ich nicht, was ich noch machen soll. Weil der Roller läuft einfach nicht. Und dann noch mal, und dann noch vielleicht, wenn es dann wirklich am Zylinder liegt, einen neuen Zylinder noch mal holen. Boah, Leute, ich weiß es nicht. Eigentlich will ich nicht so viel Geld mehr in diesen Roller stecken. Aber ich will den zum Laufen bringen. Ne, also so krass dermaßen voll. Das ist wirklich eine Herausforderung für mich. Ne? Eigentlich habe ich bis jetzt jeden Roller zum Laufen gebracht. Jeden Roller. Und deswegen will ich diesen Roller auch nicht aufgeben. Und ich gebe mich auch nicht geschlagen. Ey. Das kann doch nicht sein, dass ich das nicht zum Laufen kriege. Was könnte es noch sein? Luftfilter. Luftfilter kann sein. Ich werde mal den Luftfilter ausbauen und den Roller ohne Luftfilter laufen lassen. Mal gucken, wie das dann ist. Ne? Aber normalerweise muss er ja mit dem Luftfilter nochmal laufen. Also ich gehe wirklich stark davon aus, dass der Vergaser. Dass der Vorbesitzer irgendwas an diesem scheiß Vergaser gemacht hat. Ne? Vielleicht hat er den einfach mal gegen die Wand geschmissen oder sowas. Kann ja sein. Aber bei dem Vorbesitzer, also bei dem, was ich sich, kann ich mir alles vorstellen. Theoretisch müsste ich auch noch die Reifen wechseln, weil die Reifen sind runter. Seht ihr auch. Obwohl, ne, die gehen eigentlich noch. Ne? Eigentlich gehen die noch. 1 Millimeter muss man ja haben. Minimum. 1 Millimeter. Aber es hart an der Grenze, hart an der Grenze. Naja, aber das geht nicht, ne? Ja. So, ich versuche jetzt noch einmal zu starten. Also der startet, der läuft eigentlich auch. Aber der läuft einfach nur scheiße. Der läuft genauso scheiße, wie als ich den gekauft habe. Die Batterie ist auch wieder leer. Deswegen muss ich den Kickstarter benutzen.